Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu Pokémon Leuchtende Perle oder Strahlender Diamant. Ihr wollt wissen, wann ihr eure Pokémon bekommt hier für Pokémon Let's Go Evoli oder Pikachu. Ah, guck mal, da wird Mario Kart gespielt. Vom Simon. Gibt's da ja nicht. Macht da einfach so auf. Da kriegt er Mew für. Oder halt eben ein, wie heißt das Ding, Girachi. Wenn ihr Pokémon Schwert oder Schild Speicherdaten auf eurer Nintendo Switch Konsole habt. So, was müsst ihr dafür tun? Punkt 1, ihr müsst den ersten Arena-Leiter besiegen. Das ist Fight. Wenn ihr das getan habt, den ersten Orden habt, dann könnt ihr zurück nach Jubelstadt und dann kommt ihr unweigerlich, wenn ihr nach Norden geht, hier in hier ist das Ding Flori an. Ich zeige euch das Ganze mal auf der Karte, wo wir uns da befinden. So, das müsst ihr machen. Ja, bei euch wird dann oben ein anderer Name stehen. Hier steht Kabi. Grüße gehen an Kabi. Folge Kabi nach Ewi, genau. Da, also wenn ihr dieses Ziel habt, dann könnt ihr das machen. Ihr könnt es natürlich auch später machen, wenn ihr dann vorbeigelaufen seid. So. Sobald ihr hier in Flori ankommt, seht ihr rechts das Pokémon-Zettel, seht, wo ich stehe. Und hier links habt ihr diese wunderschöne Blumenwiese. Und hier stehen laut Beipackzettel, wenn ihr euch das angeguckt habt, außer ihr habt natürlich die digitale Version runtergeladen, dann habt ihr das nicht. Hier steht folgendes, du kannst für dein Abenteuer im Pokémon-Schrein und Diamant oder Pokémon-Leuchtende Perle ein mysteriöses Pokémon erhalten. Das ist Mew. Ja, wenn du Spieldaten aus Pokémon Let's Go Pikachu oder Pokémon Let's Go Evoli auf deiner Nintendo Switch-Konsole hast, kannst du ein Mew erhalten. Während du mit Spieldaten aus Pokémon Schwert und Pokémon Schild ein Jirachi erhalten kannst. Auf einer kleinen Blumenwiese im Südwesten von Flori kannst du mit einer gewissen Dame, das ist die, vor der wir jetzt stehen, sprechen, um das Mew zu bekommen. Das heißt, rein theoretisch, ich müsste Spieldaten drauf haben von Let's Go Pikachu, müssten wir jetzt hier, wenn wir mit dieser Dame hier quatschen, ein Mew erhalten. Da war mal gespannt. Oh! Sieht ganz so aus, als hättest du in Kanto ein Let's Go Abenteuer bestritten. Wie? Das ist richtig. Was hältst du davon, diesem Pokémon ein wenig die Sinnoh-Region zu zeigen? Du erhältst ein Mew. So einfach ist es. Wie gesagt, habt ihr dann die Sachen... Oh, hier, da sehen wir schon. Ab ins Team. So, dazu legen wir jetzt ein anderes ab. Zubat, komm weg. So, zack. Es wird dir sicherlich ein ganz besonderer Jubiläter sein. So, Punkt 2. Wie gesagt, Pokémon Schwertschild gespielt. Dann sprecht ihr den hier an. Ihr könnt natürlich auch beide ansprechen, das seht ihr jetzt. Dann bekommt ihr... Hey du da, oh, sag bloß, du hast mal einen Wunschstern gesehen, du Glücklicher. Dieses Pokémon hier wird sich perfekt an deiner Seite machen. Na, möchtest du es in deine Obhut nehmen? Du erhältst ein Jirachi. So einfach ist das alles. Wohin soll Jirachi geschickt werden? In meinem Fall kommt es jetzt auch in mein Team. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Die Community war mit dabei und hat hier lustige Kommentare hoffentlich geschrieben. Bin mal gespannt, da wird Pokémon gespielt. So läuft das hier bei der Arbeit. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Sagt tschüss.